Ich bin Margarete Heidmüller, ich bin von der Initiative 100% Tempelhofer Feld, die den Volksentscheid gemacht hat oder organisiert hat zum Erhalt des Tempelhofer Feldes. Und ein Grundrecht, was es unbedingt zu erkämpfen ist, ist das Grundrecht zum Erhalt und zum Schutz des Gemeineigentums. Das ist Gemeineigentumsschutz vor den Profitinteressen Einzelner und ihrer politischen Handlanger. Und das Zweite, was es noch zu erkämpfen gibt, ist eigentlich der Schutz der Gesetze, die durch Volksentscheide beschlossen wurden, dass sie nicht im Handumdrehen von der politischen Ebene, also von hier vom Abgeordnetenhaus, wieder geändert werden können. Und das Dritte, was wir unbedingt abschaffen sollten oder was geändert werden sollte, ist der katastrophale und menschenunwürdige Umgang des Berliner Senats und der Verwaltung mit den Flüchtlingen. Was auch hier das Tempelhofer Feld betrifft, hier soll im Hintergrund, sieht man das Flughafengebäude, und da soll ein Ghetto von über 7000 Menschen errichtet werden, eingezäunt, ohne Zugang zum Feld. Und dagegen wehren wir uns natürlich auch.